später beim Trainer nochmal drauf kommen. Transferrechte besitzt Man City und wir wollen uns ihm jetzt mal ein wenig nähern. Markus Krawinkel hat das getan. Omar El Abdellaoui, Norweger mit marokkanischen Wurzeln, seit 4 Wochen in Braunschweig. Wie geht's? Alles klar, ich spreche ein bisschen Deutsch, ja? Gut. Der 21-Jährige, ein Fußballprofi, wie ihn sich jeder Trainer wünscht. Smart. Es ist immer gut, wenn sich ein Team für dich interessiert. Für mich war es wichtig, dass der Trainer mich auch kennt und weiß, was für ein Spielertyp ich bin. Selbstbewusst. Ich mache alles, um zu gewinnen. Ich hasse es, zu verlieren. Auf dem Platz gebe ich alles. Bescheiden. Ich bin ein netter Junge. Versuche zu jedem nett und höflich zu sein. Mit dem richtigen Hobby. Fußball. Fußball spielen liebe ich. Und der perfekten Arbeitseinstellung. Ich arbeite gern hart. Ich bin schnell, ich kann mit dem Ball umgehen, bin ein guter Techniker. Hast du die Spiele gesehen? Dann sag du mir, was für ein Spieler ich bin. Wir haben ihn gesehen. Klasse Techniker mit viel Gefühl im rechten Fuß. Überzeugt mit forscher Spielweise und 82% Passsicherheit. Mit 3 Torvorlagen an 3 von 4 Toren der Braunschweiger in der Rückrunde direkt beteiligt. Ja, es lief gut bisher. Ich bin zufrieden, aber da kommt noch mehr. Omar hat klare Ziele. Die kann er nur erreichen, wenn Braunschweig aufsteigt. Einmal gegen seinen Cousin spielen, Mo Abdellaoui von Hannover 96. Ihn hat der 21-Jährige schon als Kind bewundert. Ich will gegen ihn spielen und mit ihm in der norwegischen Nationalelf. Ziele, die er mit und in einem funktionierenden Team erreichen will. Diese Mannschaft passt einfach gut zusammen. Die Stimmung ist freundschaftlich, die Jungs arbeiten füreinander. Sympathisch, locker, gut gelaunt. Omar El Abdellaoui und Braunschweig, das passt. Ja, und das sind doch wirklich konkrete Ziele und Träume. Also einmal in der norwegischen Nationalmannschaft zusammen mit seinem Cousin Moa Abdellaoui. Bleibt das beim Traum oder hat er das Zeug für die Nationalmannschaft, Marc? Ich glaube schon, dass er das Zeug dazu hat. Er ist einer der besten U21-Nationalspieler aktuell von Norwegen. Und wenn man weiß, wie Norwegen auch gerade mit jungen Spielern aufgestellt ist, einer oder andere ist ja jetzt auch schon hier in Deutschland einige Zeit unterwegs, glaube ich, dass er da, wenn er so weitermacht, wie er bei uns jetzt hier angefangen hat, die Chance bekommen wird. Und heute mal defensiv auch was Neues für ihn? Nein. Hat er schon oft gespielt. Also der